Ja, ich habe mir bei Feelgood Camper, also könnt ihr ja mal googeln, einen Teppichboden gekauft für den Clever Tour. Den gibt es dort maßgeschneidert. Also, wie man hier sieht, passt schon alles recht gut. Also, kann man nicht anders sagen. Sieht auch richtig schick aus. Ich habe mich heute für ein Dunkelgrau entschieden. Ja. So ist das im Endeffekt. Das Einzige, es geht halt hier unten drunter, halt nicht ganz bis in die Ecke, weil ich habe da noch so eine kleine Aussparung. Aber da steht sowieso mein Werkzeug, deshalb ist es eigentlich egal. Es gibt auch eine passende Duscheinlage. Ja, das habe ich mir alles gekauft. Ja, könnt ihr ja mal bei Feelgood Camper, könnt ihr ja im Endeffekt mal reinschauen, ob es da vielleicht für euren auch eine entsprechende. Warum ist denn hier so dunkel? So. So ein entsprechendes Ding gibt. Also es passt wirklich gut, gefällt mir unheimlich gut. Ist auch sauber umkettet. Das heißt, also man hat kein Problem mit Ausfransen. Ja, also ja, bin ich ganz zufrieden mit. Könnt ihr mal gucken, ob es das für euren Camper auch gibt. Mich hat das immer gestört. Ich wollte mir auch keinen zurechtschneiden, weil ich immer so ein bisschen Angst habe, dass dann hier so eine Kante hier irgendwie ja halt irgendwie aufribbelt und unschön aussieht. Aber hier ist es alles halt, finde ich echt gut geworden. Kann man nicht anders sagen. Aus meiner Ansicht wirklich ein gutes Gadget für den Camper.